Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte ein paar Worte sagen zum Thema Erwählung. Das Thema Erwählung ist ein riesengroßes und sehr umstrittenes Thema und bewegt die Christenheit schon seit 20 Jahrhunderten, seit es die Christenheit gibt, ja. Die Frage ist, ob Gott erwählt, ob Gott zum Heil erwählt oder nicht erwählt. Manche schwächen da ein bisschen ab und sagen, ja, Gott erwählt zum Dienst. Ja. Zum Heil muss ich mich bekehren, aber zum Dienst erwählt Gott dann und setzt den Menschen dann zu bestimmten Dienstaufgaben ein. Und das kommt meiner Meinung nach daher, dass vielfach die Theologie auch abhängig gemacht wird davon, wie ich meine persönliche Bekehrung erlebt habe. Und da gibt es halt also himmelweite Unterschiede, ja. Manche haben sehr heftige Bekehrungserlebnisse, kommen aus sehr kaputten Verhältnissen, aus zum Teil vielleicht kriminellen Situationen zum Glauben. Ja, die hören vom Evangelium. Das vielleicht berührt sie es gar nicht direkt, sondern es dauert einige Monate oder Jahre und es lässt sie halt nicht los und irgendwann beugen sie ihre Knie, falten ihre Hände und bekehren sich, ja? Und sind dann gläubig geworden an Jesus Christus. Dann gibt es Leute, die haben ein ganz normales bürgerliches Leben gelebt und erkennen irgendwann, dass sie Sünder sind und kehren um zu Jesus Christus, ja? Bekennen ihm ihre Sünden und glauben. Ja? Und dann gibt es einfach Leute wie den Paulus, ja, der alles andere vorhatte, als sich zu bekehren, als er nach Damaskus ging, sondern der hatte eigentlich vor, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Der Paulus hat eigentlich einen ganz anderen Plan verfolgt, als der große Völkerapostel zu werden und sich zu diesem Jesus zu bekehren. Ja, der hat ja eigentlich die Gemeinde Jesu verfolgt. Also, dann gibt es halt wirklich auch Menschen, die gar nicht vorhatten, gläubig zu werden, sondern einfach irgendwie von Gott, wie soll man das sagen, eingeholt worden sind. Ja? Aber das hört sich so an, als ob Gott hinter uns her wäre und wir Gott vorausgingen, die einfach von Gott gefunden worden sind. Ja? Und dann zum Glauben gekommen sind. Und diese unterschiedlichen Glaubens- oder Bekehrungserlebnisse, die führen natürlich auch dazu, dass man das, was man hört, wenn man jetzt von Erwählung hört in der Bibel, das erstmal mit dem vergleicht, wie man selber zum Glauben gekommen ist. Und mit Erwählung meine ich dann tatsächlich auch die Erwählung zum Heil, ja? Dass die Bekehrung, die ein Mensch tut, von Gott ausgeführt wird oder halt eben nicht, ja, je nachdem, wie man das theologisch einschätzen will, ja. Mir selber ging es so, dass ich in einer Jazzkneipe Kontakt gehabt habe, bekommen habe zu Christen. Ich war da unterwegs und dann sind Christen in diese Kneipe reingekommen und haben mir vom Evangelium erzählt. Und nach vielen Jahren, ich habe als Kind natürlich auch, wir waren in der Sonntagsschule und auch, ich bin auch konfirmiert worden, ja. Wusste schon vom Evangelium, aber es war mir halt egal, ja. Und mit Glaube oder Bibellesen war sowieso gar nichts bei mir, ja. Also ich bin dann halt einfach dort angesprochen worden, bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen, habe mich da bekehrt. Meine Bekehrung war nicht ganz ohne, ja. Also da war auch einiges an Bindungen da. Aber erst viele Monate später habe ich davon gehört, dass Gott zum Glauben wohl erwählen soll. Und das habe ich mir angehört und habe gesagt, habe ich noch nie gehört. Wieso das denn? Also ich hab mich doch bekehrt. Ich habe vom Evangelium gehört, das haben natürlich andere Leute gemacht, aber da hatte doch jetzt Gott keine großen Finger im Spiel. Ja? Ich habe vom Evangelium gehört und ich habe mich dann bekehrt zu Jesus Christus und habe meine Konfirmationsbibel wieder gesucht und habe angefangen zu lesen und mir Predigten angehört. Aber dass Gott einen Menschen zur Bekehrung führt, was Gott erwählt, es war mir irgendwie total fremd. Und dann hat dann Freund und Bruder zu mir gesagt, ja, aber schau dir mal den Paulus an.
Der Paulus wollte sich überhaupt nicht bekehren. Und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt, also das stimmt, da muss ich drüber nachdenken, wie kommt das denn? Und da ist zum ersten Mal mein Blick so ein bisschen geweitet worden von dem, was ich tue, von dem, was ich als Mensch tue und tun muss, um etwas zu bekommen, hin zu der Perspektive, dass ich es hier im Evangelium ja mit einem lebendigen Gott zu tun habe, der auch seine Pläne hat, der auch einen Willen hat, der nicht nur weiß, wann der Mensch sich bekehrt, sondern der den Menschen bekehren muss, sonst ist der Mensch nicht bekehrt. Ja, das ist ein riesen Unterschied. In der Bibel steht auch mal in den Psalmen, bekehre du mich, dann bin ich bekehrt. Ja. Aber das war für mich vollkommen neu. Und ich habe die Bibel auch unter dem Gesichtspunkt auch noch nie gelesen und auch noch nie gehört. Und wenn ihr heute in Gemeinden geht, hört ihr das auch überhaupt nirgendwo mehr. Ja. Wer sollte sowas predigen, was die ganze Gemeinde überhaupt nicht versteht? Nun kann es natürlich sein, dass es Leute gibt, die auch zum Glauben gekommen sind, ohne dass sie das groß vorhatten, sondern die einfach von Gott gefunden worden sind. Ja? Und die würden vielleicht dieser Theologie, sage ich mal, die Paulus im Römerbrief unter anderem ja auch deutlich ausbreitet, ja, würden die vielleicht eher zustimmen wollen, weil sie sagen, ja, bei mir ist es so gewesen, meine Bekehrung ist so abgelaufen, da, also ähnlich wie beim Paulus vielleicht, ja. Ich hatte überhaupt nicht vor, Christ zu werden und da ist mir Gott einfach in den Weg getreten. Oder Paulus schreibt ja davon noch im Galaterbrief, als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, ja, da hat also überhaupt kein Paulus irgendeine Art von Anteil gehabt an der Bekehrung, seiner eigenen Bekehrung. Ja, er sagt, das hat Gott wohlgefallen, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Das finde ich mal eine schöne Formulierung, ja. Das Problem meiner Meinung nach in diesen Dingen ist, dass wir nicht, und das habe ich ja natürlich auch gemacht, weil ich auch gar keine andere Perspektive hatte, unsere eigene Erlebens- und Erfahrenswelt als Maßstab aller Dinge benutzen dürfen. Die Bibel berichtet uns halt von Dingen, die wir nicht sehen und auch nicht erleben. Ja? Der natürliche Mensch, der erlebt nichts von der neuen Natur. Ja? Jetzt wird mir natürlich jeder wieder widersprechen, ja? Und wird sagen, natürlich erleben wir das. Wir wüssten überhaupt nichts von einer alten und von einer neuen Natur, wenn die Bibel uns das nicht sagen würde im Neuen Testament. Ja? So meine ich das. Und es gibt Dinge, die sind außerhalb unserer Erfahrungswelt. Zum Beispiel unsere Verlorenheit, die empfinden wir überhaupt nicht so tief, wie sie ist. Ja, also Luther sagt, die Verlorenheit muss genauso geglaubt werden, wie das Gerettetsein in Christus. Er sagt, der natürliche, oder der Christ, ja, als Christ, als Christenmensch, der weiß überhaupt nicht, wie verloren er ist. Der empfindet sich auch nicht so verloren, wie er ist. Und er empfindet sich auch nicht so gerettet, wie er in Christus ist. Ja, das sind Dinge, die unserer Erfahrungswelt zum Großteil entzogen sind. Ja. Da gibt uns die Bibel eine Botschaft drüber. Und so ist es auch mit der Bekehrung. Die Bibel ruft auf zur Bekehrung. Die sagt, kehrt um und tut Buße. Ja? Sagt auch Petrus bei der Pfingstpredigt zu den Juden. Und meine Erlebenswelt ist die, ich habe vom Evangelium gehört. Ich habe mich davon ansprechen lassen, entweder intellektuell oder emotional. Ja? Und dann habe ich irgendwann eingelenkt und habe mich bekehrt. Ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Das ist das, wie der natürliche Mensch, wie der normale Mensch das erlebt. Ja? Und das ist natürlich erst einmal seine Erfahrung und auf seine Erfahrung, da verlässt er sich auch drauf. Und jetzt kommt plötzlich irgendwann ein Punkt im Glauben, wo er feststellen muss, dass Gott nicht nur ein Prinzip ist, ja? Dass man sich vielleicht zu einer Theologie bekehrt hat oder zu einer christlichen Ethik, sondern dass Gott eine Persönlichkeit ist.
dass Gott mehr ist als Persönlichkeit, dass Gott Gott ist, dass aller Himmel Himmel Gott nicht fassen können. Und dass dieser Gott, der viel lebendiger ist als wir, weil er über allen Dimensionen ist. Wir sind in vier Dimensionen gefangen. Ja? Mathematisch kann man ja viel mehr Dimensionen entwickeln. Gut, das sind so Sachen. Ich will damit nur sagen, aller Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Ja, ich bin kein Physiker, kann jetzt nicht auch in langen Beispielen ergehen, will ich jetzt nicht tun. Das heißt, dass dieser lebendige Gott nicht nur weiß, wann ich mich bekehre zu ihm. So als ob ich der Einzige wäre, der Hände und Füße hätte, um etwas zu tun. Gott wäre nur so eine Materie, Spirit, irgendeine undefinierte, wabernde Masse im Weltall, die das ewige Wissen hat. Ja, das ist ja fast schon gnostisch, das ist ja schon esoterisch. Ja. Eine undefinierte Masse, Form, ein ewiges Wissen, das weiß, wann ich mich bekehre. Aber handeln tue ich, ja, das ist so die Perspektive, die man weithin auch trifft. Bei den Arminianern, so heißen die, das ist wohl eine Lehre von einem Arminius, glaube ich, irgendein frührömischer Mönch, frühchristlicher Mönch, der gesagt hat, der Mensch ist selber verantwortlich und der muss sich bekehren. Und das aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb, ja. Heute findet man das im Methodismus, ja. Die methodistische Kirche, die hat Methoden entwickelt, mit denen sie Menschen den Glauben nahebringen will, emotional, durch schöne Lieder, ja, oder durch erbauliche Predigten, erweckliche Predigten, die dann den Menschen zum Glauben bringen sollen. Und der bekehrt sich dann selber, ja. Das war die große Diskussion zwischen Whitfield und Wesley, ja. Wesley war der Gründer der methodistischen Kirche und Whitfield war einer seiner Glaubensbrüder und Whitfield hat aber nachher sich von Wesley dann getrennt. Wesley war klassisch Methodist, ja, der Mensch muss durch Wunderzeichen und durch emotionale Anstöße oder durch erbauliche Vorträge fürs Evangelium begeistert werden und dann kehrt er um zu Jesus Christus, ja. Und das war für ihn Bekehrung, für Wesley. Whitfield sagt, nö, da muss Gott handeln. Gott muss den Menschen zum Glauben führen. Ohne dass Gott den Menschen zum Glauben führt, kann der Mensch überhaupt nicht zum Glauben führen. Luther hat es noch viel weiter getrieben. Ja, der sagt, wenn der Mensch selber entscheiden müsste für oder gegen Gott, würde er sich immer gegen Gott entscheiden. Immer. Warum? Weil der Mensch sein eigener Gott sein will. Und es gibt sogar diesen tückischen Umweg, ja, dass man versucht, über die Religion eine irgendwie empfundene Gottheit zu befriedigen, um sie dann doch wieder für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Ja. So wie der Geist aus der Flasche. Ja. Man reibt an der Bibel, dann kommt Gott raus und der führt dann mein Leben. So ist ja vielfach der Gedanke. Aber dieser Gedanke, dass es einen erwählenden Gott gibt, der hat natürlich eine ganz schreckliche Konsequenz. Denn der Mensch, der sich bekehrt hat, der glaubt dann, ja gut, wenn ich das nicht erlebt habe, dann bin ich überhaupt nicht bekehrt. Und das kann ja nicht sein. Ich habe mit dem Bruder darüber gesprochen, im Schwäbischen, auch vor vielen Jahren, habe ihm erzählt davon, dass er sagte, ja gut, wenn das so wäre, dann wäre ich ja nicht bekehrt. Und das kann ja nicht sein. Ja, das hat er wörtlich zu mir gesagt. Das ist ja nicht das, was die Bibel meint. Ja. Ein sehr bekannter Prediger, den sicher 99% von euch auch kennen aus dem Internet, oder vielleicht 90%, der hat gesagt, er hat einen lieben Freund gehabt und er wollte gerne, dass der auch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Er selber hatte sich bekehrt in jungen Jahren und dann hat er gebetet zu Gott und hat gesagt, ich möchte gerne, dass mein Freund auch zum Glauben kommt und dich auch erkennt. Mir ist egal, ob der erwählt ist oder nicht. Ja? Und das finde ich ein schönes Gebet, ja, Gott so zu bestürmen. Als ob die Erwählung umgehbar wäre oder bei Gott abgebittet werden könnte. Und das ist doch eine schöne Perspektive. Ja? So muss man mit Erwählung umgehen. Nicht so kalt intellektuell. Das kann man auch, ja. Man kann mit der Erwählung auch kalt intellektuell umgehen. Und dann könnte man argumentieren und könnte sagen, ja gut, wenn ein Mensch gläubig ist an Jesus Christus, das reicht ja nicht. Ja, der muss ja von neuem geboren sein. Das heißt, er müsste also auch in den Himmel aufsteigen und sich Gottes Geist dort holen. Und das geht halt nicht. Ja. Dann hat man das mal so ganz kalt analytisch betrachtet. Oder man könnte auch sagen, ja gut, er braucht ja Gottes Geist in ihm. Und Gottes Geist müsste er sich dann auch aus dem Himmel herabholen. Und dazu ist er nicht in der Lage. Außerdem ist der Mensch ja auch tot in Sünden und Vergehungen. Ich meine tot, was heißt denn tot? Wie tot ist denn der Mensch? Ist der Mensch nur ein bisschen tot?
kann der Mensch aus seinem Tod selber auferstehen und sich dann Gottes Geist holen und sich selber wiedergebären und ist dann wiedergeboren aus eigener Kraft? Oder ist er dann aus Fleisch wiedergeboren? Hat er das, wenn er das selber aus sich selber gemacht hat, ist es dann Fleisch? Ist das dann ein fleischlicher Glaube? Wozu ich neigen würde, ja, das zu sagen. Am Menschen ist nichts Gutes mehr. Ja, da ist keiner, der Gott suche. Ja, da ist nichts Gutes mehr im Menschen. Nichts. Nicht mal mehr, dass wir Gott suchen würden. Ja? Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von mir aus dich nicht suchen gegangen. Ja? So ähnlich gibt es eine Strophe, sagt der Liederdichter. Ja? Das sagt man, wenn man nicht weiß, wer der Autor war von dem Lied. So sagt der Liederdichter. Aber das Lied gibt es wirklich, da müsst ihr jetzt gucken, wo es ist. Ihr könnt es auch googeln. Das sind so Aussagen, wo jemand sagt, wenn du nicht zuerst mich aufgesucht hättest, ich hätte dich nicht aufgesucht. Ja, das ist jemand, der eigentlich so mit seinem Bekehrungserlebnis sagen kann, nee, meine Bekehrung hatte ich nicht vor, das hast du gemacht. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich meine, unser Empfinden ist vielleicht so, dass wir selber die Knie gebeugt haben und die Hände gefaltet haben, aber hat das denn nicht Gottes Geist in uns gewirkt, so eine Art vorlaufender Gnade, dass Gottes Geist uns zeigt, Gottes Wort ist wahr und dass wir dann irgendwann daraufhin uns bekehren? Hat dann Gott in seiner dritten Person uns nicht angerührt und das in uns bewirkt? Dann hat er uns auch erwählt, ja. Er hat uns ja auch vor Grundlegung der Welt erkannt und er hat uns erwählt und er hat uns aufgefunden und aufgesucht und er hat uns gerecht gemacht und er hat uns auch verherrlicht, sagt Paulus im Römerbrief. Da ist aber überall nur Gott im Spiel und ich überhaupt nicht. Ja. Er hat uns erkannt vor Grundlegung der Welt in Christus. Und er hat uns auch zum Glauben geführt. Ja. Und selbst wenn ich meine Bekehrung selber oder zumindest so empfinde, als ob ich die selber vorgenommen hätte an mir, muss ich doch sagen und bekennen, also da hat Gottes Geist schon auch an mir gearbeitet. Denn wenn Gottes Geist nicht an dir gearbeitet hat bei deiner Bekehrung, dann ist deine Bekehrung ja fleischlich. Ja? Und dann ist die Frage, wo befindet man sich dann? So dass der Paulus auch im Römerbrief sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Andererseits muss man auch sagen, dass Gott so eine ganz kindliche Bekehrung einfach anerkennt. Also wenn ein Mensch, der mag so intellektuell und so wegen mir auch so vermögend sein, wie er will und in geschäftlichen Dingen auch beschlagen, wenn der sich so ganz kindlich zu Gott wendet und Gott anruft, dann hört es Gott einfach. So wie die Frau, die zu Jesus kam und geheilt werden wollte und den von hinten angerührt hat, ja, in der Menschenmenge und Jesus merkt, dass er angerührt wurde von der Frau. Finde ich schön, weil es so unbürokratisch ist. Ja? Das ist so, ist wirklich eine total unbürokratische und menschenfreundliche Weise, die Gott da an den Tag legt. Ja? Die Bekehrung und die Erwählung, die ist nichts Fatalistisches. Nichts humanistisch, philosophisch Fatalistisches, wie so ein fatalistischer Glaube, sondern diese Erwählung kommt ja von einem lebendigen Gott, der die Liebe selbst ist. Und wenn jemand zweifelt an seinem Heil, dann gibt es nur eins, was ihn wirklich trösten kann. Und das ist, darüber nachzudenken, dass Gott unendliche Liebe ist und dass wir einen absolut verständnisvollen, freundlichen, uns zugewandten, liebenden Vater im Himmel haben. Das ist das Einzige, wo jemand sich in so einer Situation mittrösten kann. Denn alles andere, sein Bibelwissen hilft ihm nicht, sein Predigen hilft ihm nicht, seine Bibelkenntnis, wegen mir seine Exerzitien oder seine stille Zeit oder seine Konfirmation, seine Taufe, seine Bekehrung, das hilft ihm alles nichts. Der Grund, warum wir gerettet werden, ist einfach der, dass Gott die Leute lieb hat. Ja? Wie hat doch der Herrgott die Leute so lieb? Ich glaube, so übersetzt Luther irgendwo im Titusbrief oder
Philemon, ich weiß es nicht. Das ist eine wunderschöne Sache. Und darin liegt unser Heil. Und allein darin. Denn liebenswert an uns ist eigentlich nichts. Ja? Das müssen wir auch mühsam lernen. Denn unser Erfahrungshorizont ist da ja auch anders. Und das ist immer so, dass die Erfahrungen, die wir selber machen mit uns, mit unserer Psyche, mit unserer Seele, immer gefärbt sind durch unsere Persönlichkeit. Ja? Die Selbstwahrnehmung, die kann übersteigert sein, die kann auch zu niedrig sein. Ja? Und da können also allerlei Schattierungen und die menschliche Art, die ist nicht einzufangen und nicht zu fassen. Ja? Da hat jeder seine eigene Veranlagung. Und aus dieser menschlichen, irdischen Veranlagung heraus treffen wir zunächst auch mal aufs Evangelium. Und diese Erlebenswelt, die wir dann haben, die ist zunächst einmal Maßstab für das, was wir in Bezug auch auf unsere Bekehrung als richtig ansehen. Und von dieser Ich-Persönlichkeit, von dieser Ich-Bezogenheit, ich sage das ganz wertfrei, ja, von dieser Ich-Bezogenheit schauen wir in die Bibel. Bis wir langsam verstehen, wie Paulus sagt im Römerbrief, werdet verändert im Denksinn, bis wir verstehen, die Bibel selber redet auch noch von einer anderen Perspektive. Und diese Perspektive ist die göttliche Perspektive. Die berichtet davon, dass deine Bekehrung nicht von dir selber war, sondern dass die Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in dir bewirkt hat, ihm zur Ehre. Und das mögen manche erlebt haben und manche mögen das nicht erlebt haben. Zum Schluss ist die Frage, was wir denn glauben. Glauben wir unseren Sinnen, so wie die Eva im Paradies, oder glauben wir dem, was geschrieben steht? In einem zweiten Teil, im zweiten Video, will ich mir gerne auch noch mal ein paar Bibelstellen, oder möchte ich euch gerne ein paar Bibelstellen dazu auch vorlesen, dass ihr seht, dass das, was ich sage, das steht auch so in der Bibel, hat Paulus vor allem so formuliert am Ende vom Römerbrief. Vielleicht das noch zum Abschluss. Man kann dieses Thema rein intellektuell behandeln und da sind Menschen in der Lage zu, bei denen Denken nicht Glückssache ist. Ja, es gibt Menschen, bei denen ist Denken Glückssache. Die können wieder andere Dinge gut, ja, aber es gibt Leute, die sind im theoretischen Denken halt gut. Und die können diese Theologie der Erwählung wie Luther und Calvin ja noch viel mehr, ja, der hat ja eine doppelte Erwählung, hat er ja gelehrt, die können die gedanklich gut analysieren und damit umgehen. Und die verstehen auch die Konsequenzen und die können die ausziselieren bis in den letzten Winkel. Ja. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite Menschen, die das einfach bekennen würden, ohne sich jetzt groß Gedanken über so eine lutherisch-theologische Erwählungssichtweise gemacht zu haben. Oder die vielleicht überhaupt nicht kennen, ja? Und auch die doppelte Erwählung von Calvin überhaupt noch nie gehört haben von. Und die einfach sagen, also ich wollte mich eigentlich nicht bekehren, das hat Gott gemacht in meinem Leben. Das heißt, es gibt also Menschen, die das einfach bekennen aufgrund ihrer Bekehrungssituation, dass das hat einfach Gott getan. Und ich möchte auch ein bisschen, möchte nicht verschweigen, dass es durchaus auch den Fall gibt, dass Menschen sich selber bekehrt haben, aber die sind überhaupt nicht wiedergeboren. Und das ist ein heftiges Thema. Und wahrscheinlich verunsichere ich jetzt wieder die, die sich nicht verunsichern lassen sollten und ermutige die, die sich nicht ermutigt sein sollten in dem Thema, aber ich kann das nicht verschweigen. Es gibt Menschen, die sich selber bekehrt haben zu einer christlichen Ethik oder zum Buchstaben der Bibel. Ja? Und die plötzlich verstehen, oh, wenn ich die Bibel gut kenne und gut zitieren kann, dann kann ich jemand werden. Das sind Machtmenschen, ja? die nützen die Bibel als oberste Instanz, um andere Menschen damit zu unterdrücken. Das gibt es auch. Ja? Und ich habe letztens noch mit einer Theologin gesprochen, und die hat zu mir gesagt, dass bei den theologischen Leitern, sage ich jetzt mal, der Anteil der Narzissten überdurchschnittlich hoch ist. Und zwar signifikant überdurchschnittlich hoch ist. Das mag auch seinen Sinn haben. Weil die Bibel natürlich für ganz viele Menschen das Nonplusultra, das ist die oberste und letzte Instanz.
Und ein Narzisst, der ja in sich auch selber unsicher ist, ja, und versucht, andere Leute da irgendwie, wie sagen die Rolling Stones, under my thumb, ja, also unter ihren Daumen zu bekommen, der ist natürlich happy darüber, dass er diese Ultima Ratio hier in Händen hat. Und das spürt man solchen Leuten auch ab, weil die sehr kalt sind in ihrem Wissen, sehr besserwisserisch und sehr, sehr breit daherkommen, ja, und alles besser wissen und die Bibel von vorne bis hinten studiert haben und die alles super kennen. Es gibt Menschen, die sich aus bösen Motiven, ich will nicht sagen bekehrt haben, die sich vielleicht bekehrt haben, aber dann irgendwann einfach in eine ganz seltsame Struktur abgefallen sind und die Bibel für sich selber missbrauchen und benutzen. Gibt es auch Bibelstellen zu. Dritter Johannesbrief, ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und es mag auch dieses Thema der Erwählung, mag auch Menschen treffen, die nicht wiedergeboren sind. Und die dann natürlich zu Recht sagen, oh, was ist los mit mir, da muss ich mich ja vielleicht noch bekehren. Nee, das kann nicht sein. Ich bin schon so lange unterwegs hier im christlichen Lager. Aber leider sind sie mehr nicht. Ja, sie sind nur im christlichen Lager. Sie haben nie diese persönliche Situation vor Jesus erlebt. Sie haben auch noch nie, und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, noch nie über ihre Sünden geweint vor Gott. Sie sind noch nie in eine Sackgasse gekommen mit ihrer Frömmigkeit, weil sie erkannt haben, dass der Anspruch, den die Bibel hat, und zwar Altes und Neues Testament, nicht ausreicht. Ja, dass das wohl ausreicht, aber dass ihre eigene Anstrengung nicht ausreicht, um das zu erfüllen. Und das haben viele Menschen noch überhaupt nicht erkannt und noch nicht erfahren und sind halt im christlichen Lager irgendwie unterwegs. Aber die Wiedergeburt, da wo Gott in ihr Leben eingreift, das haben sie irgendwie, das ist wie Jesus auch sagt, die sind dann im Himmel und sagen, haben wir nicht große Taten getan in deinem Namen? Und Jesus sagt, ich kenne euch überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Ja, die haben im christlichen Lager große Dinge getan, die haben Evangelisationen gemacht und ich weiß nicht, was man da so alles machen kann an Anstrengungen. In der Gemeinde aktiv, ja. Die Katholiken sagen, praktizierender Katholik, ja. Die haben alles Mögliche gemacht, aber die waren niemals still vor unserem Herrn Jesus Christus. Und ihr Glaube war eigentlich immer nur Aktivität nach außen, nicht nach innen. Und ihr werdet, wenn ihr Menschen findet, die wirklich Jesus gefunden haben, die können das zum Teil einfach auch bestätigen und sagen, mein Leben vorher war nur Aktion, das war christliche Aktion, aber das war nicht Jesus Christus gefunden zu haben. Und das ist nochmal ein Unterschied. Ja? Deswegen sagt die Bibel auch, prüft, ob ihr im Glauben steht und was euren Glauben auch ausmacht. Macht euer Glaube aus, dass ihr Jesus Christus gefunden habt, dass er euch eure Schuld vergeben hat, durch sein Opfer auf Golgatha, durch sein Sterben und sein Auferstehen, durch das Vergießen seines Blutes, so wie es die Schrift sagt. Oder seid ihr Mitläufer? Nochmal, also zu dem Thema Erwählung, dann komme ich damit auch zum Schluss. Das ist ein Thema, was die Christenheit seit 20 Jahrhunderten bewegt und wo es bislang auch keine Lösung gibt. Und ich werde da auch keine Lösung für anbieten können. Was ich anbieten kann, ist das, wie es mir selber gegangen ist. Ja? Ich habe selber von mir empfunden und erlebt, dass ich mich bekehrt habe und habe später dann im Glauben lernen dürfen, dass Gott mich bekehrt hat. Ja, dass das all, und dann habe ich auch neu verstanden, was da passiert ist in mir. Und dass das in der Bibel beschrieben wird, ja? Dass Paulus sagt, Gott erwählt. Und zwar zum Teil erwählt er ja sogar schon, bevor Zwillinge überhaupt geboren sind, einfach damit seine Wahl auf Gnade des Berufers und nicht auf Werken beruhen. Ja? Das ist einfach Gottes Gnade. Und die einen sind arminianisch unterwegs und sagen, nö, ich muss mich bekehren. Der Mensch ist aufgerufen, sich selber zu bekehren. Und da kommen da jede Menge Bibelstellen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nö, Gott muss mich bekehren. Und Spurgeon hat zum Beispiel mal gesagt, damit schließe ich dann. Spurgeon hat gesagt, die Bibel ruft auf zur Bekehrung. Tu Buße, kehr um und tu Buße. Obwohl sie gleichzeitig weiß, dass das nicht geht. Der Mensch kann sich nicht von sich selber bekehren. Und zwischen diesen zwei Mühlsteinen, die sich eigentlich widersprechen, das sind gegenläufige Mühlsteine, da wird der Mensch so weit zerrieben, bis er irgendwann vor Gott seine Knie beugt und einfach ruft, hilf mir, Herr. Und da ist die enge Pforte. Und die haben zu wenige gefunden.
Ich schließe mal hier. Ich mache, wenn Gott will, noch ein weiteres Video über dieses Thema, weil mir das so ein bisschen auch am Herzen liegt, dass wir da einfach eine Perspektive bekommen, die biblisch ist und die auch göttlich ist. Das ist ja eine göttliche Perspektive. Das ist nichts, was wir psychisch empfinden könnten oder was wir aus uns selber hervorgebracht hätten, sondern das ist etwas, was aus der Schrift selber kommt, ja? Wo Paulus den Pharao zitiert und die Erwählung im Alten Testament und dann auch zeigt, dass Gott uns heute noch erwählen muss. Ja? Und wohl dem, der erwählt ist in Gott, weil der hat das Heil gefunden. Und wer nicht erwählt ist, der darf ganz einfach und ganz kindlich seine Hände falten und zum Vater im Himmel beten und rufen und sagen, Herr, wenn das wahr ist, dann offenbar dich mir doch. Du hast dem Paulus doch auch deinen Sohn geoffenbart im Fleisch. Ja? Da schreibt Paulus ja auch von, mach das doch bei mir auch. Und warum nicht einfach zu Gott rufen? Ja? Und warum nicht im Gebet sein mit dem ewigen Vater im Himmel, ja, den wir haben? Und im Gebet mit unserem Herrn Jesus Christus? Das ist doch eine gute Sache. Und dann etwas sehen und etwas finden, was diesem Himmelsevangelium entspricht, was zu uns gekommen ist. Warum? Ja, weil wir von neuem geboren sind, brauchen wir auch eine andere Speise als Altes Testament. Wir brauchen eine andere Speise als Buchstaben. Wir brauchen das Wort. Nicht den Buchstaben, wir brauchen das Wort Gottes mit seinem inneren Sinn und seinen Aussagen, das schon im Alten Testament unseren Herrn Jesus Christus angekündigt hat. Wohl dem, der es im Glauben erfassen kann. Ja. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.